Hallo zusammen. So, wir müssen noch einmal einen Blick in Nagels Text über die Fledermäuse werfen. Bisher haben wir gehört, dass es einen subjektiven Charakter von Erfahrung gibt, also dieses berühmte, wie es ist, die Erfahrung zu machen. Und wir haben gehört, dass dieser subjektive Charakter aus einer objektiven Perspektive nicht verstanden werden kann. Wir haben allerdings auch gesehen, dass das noch längst nicht bedeutet, dass es Unsinn wäre, die Existenz dieses subjektiven Charakters überhaupt anzunehmen. Wir kommen zwar nicht an ihn ran, aber das bedeutet nicht, dass er nicht real ist. Heute stellen wir jetzt die abschließende, entscheidende Frage: Was hat das eigentlich alles mit dem Leib-Seele-Problem zu tun? So, zunächst mal Nagel an der Stelle, an der wir in den Text einsteigen, sagt, es ist jetzt nicht die Privatheit der Erlebnisse, die das Problem ist. Privatheit von Erlebnissen ist Ihnen wahrscheinlich vertraut, der Begriff bedeutet, dass nur ich meine Erlebnisse haben kann. Also andere Leute können mein Auto fahren, andere Leute können meine Kekse essen, aber nur ich kann meine Erlebnisse erleben. Das, sagt Nagel, ist eigentlich nicht das Problem, um das es bei dem subjektiven Charakter geht, auch wenn das immer wieder betont wird, dass unsere mentalen subjektiven Zustände privat sind. Denn in einem gewissen Sinne sind solche individuellen Erlebnisse ja gar nicht privat. Also wenn Sie beispielsweise Zahnschmerzen haben, dann kann ich das eigentlich objektiv erkennen, ohne dass ich sie selbst sein müsste. Also ich kann beispielsweise sehen, dass sie sich schmerzverzerrt die Wange halten oder sagen, oh, das tut weh. Und dann weiß ich, dass sie Zahnschmerzen haben. Ich kann das tatsächlich objektiv sehen. Warum kann ich das? Nun, ich kann mich in sie einfühlen. Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Ihnen und mir, weil wir beide menschliche Wesen sind. Deswegen weiß ich aus eigener Erfahrung, wie sich Zahnschmerzen anfühlen und wie man sich so verhält, wenn man Zahnschmerzen hat. Und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auf Sie übertragen. Und so kann ich per Einfühlung sehen, dass Sie gerade Zahnschmerzen haben. Also in diesem Sinne sind Ihre Erlebnisse natürlich nicht privat. Es ist kein Problem zu sehen, dass jemand Zahnschmerzen hat, dass jemand fröhlich ist, dass jemand traurig ist oder dass jemand gerade ganz schlechte Laune hat. Das eigentliche Problem an der ganzen Sache, das ist, dass immer eine Perspektive vorausgesetzt ist bei Erlebnissen. Und zwar egal welche Perspektive, Ihre, meine, irgendeine. Es macht natürlich auch nur Sinn, von einem Erlebnis zu reden, wenn es eine Perspektive gibt, die mit diesem Erlebnis verbunden ist. Aber, und das ist jetzt einer der wichtigsten Punkte in diesem Argument, in diesem Text von Nagel, wenn subjektive Fakten immer an Perspektiven gebunden sind, wie können sie dann durch objektive Fakten erklärt werden, denen diese Perspektive notwendigerweise fehlen muss? Nagel drückt das in seinem Text so aus, er schreibt, wenn nämlich Erlebnistatsachen, Tatsachen bezüglich dessen, wie es für den Organismus ist, nur einer bestimmten Perspektive zugänglich sind, dann ist es ein Rätsel, wie der wahre Charakter von Erlebnissen in der Funktionsweise dieses Organismus entdeckt werden könnte. Das ist das berühmt gewordene Problem der Erklärungslücke. Wie kommt man eigentlich von einer beliebig großen Menge von objektiven Fakten zum subjektiven Charakter? Also nehmen wir nochmal unsere Fledermäuse. Ich kann, so müsste man an dieser Stelle hier schließen, ich kann so viel über Fledermäuse wissen, wie ich will. Über ihre Gehirne, über ihre Verhaltensweisen. Ich könnte sie in einen CT-Scanner stecken. Ich könnte sie studieren bis zum geht nicht mehr. Ich könnte alles an objektiven Fakten ansammeln, was es zu wissen gibt über Fledermäuse. Aber das würde mir immer noch nicht sagen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Es klafft eine Lücke zwischen den objektiven und den subjektiven Tatsachen. Beide sind real, aber nichts hilft uns von den einen hinüber zu den anderen. Dass es eine solche Erklärungslücke gibt, spricht jetzt noch nicht unbedingt gegen eine reduktionistische Erklärung. Also eine reduktionistische Erklärung, die das Subjektive irgendwie ausschließen würde, ist ja an sich nichts Problematisches. Bei sehr vielen Phänomenen wenden wir solche reduktiven Erklärungen an und sehen dabei ganz von der subjektiven Seite der Phänomene ab. Also Nagel bringt ja dann ein bisschen weiter unten dieses Beispiel vom Marsmenschen, dem wir erklären wollen, was ein Blitz ist. Nun nehmen wir an, diese Marsmenschen hätten keine Augen, könnten also keine Blitze sehen, so wie wir das tun.
dann können Sie trotzdem ohne weiteres verstehen, was ein Blitz ist. Und zwar vollständig verstehen, was ein Blitz ist. Ganz einfach, indem wir Ihnen eine rein objektive physikalische Erklärung geben. Wir könnten Ihnen also beispielsweise sagen, ja, das handelt sich um eine elektrische Entladung zwischen der Atmosphäre und der Erdoberfläche. Und wir könnten weiterhin erklären, dass durch diese elektrische Entladung die umgebende Luft ionisiert wird, sodass sie anfängt, elektromagnetische Strahlung abzusondern, die dann vom menschlichen Auge als Licht wahrgenommen wird. Das heißt, diese Marsmenschen könnten ohne Probleme komplett verstehen, was ein Blitz ist, und dass Blitze für uns irgendwie aussehen, könnten sie auch verstehen. Sie könnten nur nicht verstehen, wie Blitze für uns aussehen. Aber das ist nicht das, worauf es ankommt, wenn man verstehen will, was ein Blitz ist. Bei physikalischen Gegenständen, da geht das, und zwar ohne größere Probleme. Ganz einfach deshalb, weil physikalische Gegenstände gar keine subjektive Seite haben. Das heißt, wenn diese subjektive Seite in der Reduktion rausfällt, geht vom Gegenstand nichts Wesentliches verloren. Es ist ja nicht irgendwie ein Blitz zu sein. Dieser subjektive Charakter kommt Erlebnissen zu, aber nicht irgendwelchen Dingen. Jetzt werden Sie sagen, aber ich kann doch das physikalische Ding erleben, ich kann doch den Blitz sehen beispielsweise. Ja, da haben Sie recht, es gibt natürlich subjektive Erlebnisse von diesen physikalischen Gegenständen. Aber das Erlebnis des Dings gehört nicht zum Ding. Also mein Erlebnis des Blitzes am Gewitterhimmel letzte Nacht ist kein Bestandteil dieses Blitzes. Es ist was anderes, es ist mein Erlebnis. Erlebnisse selbst sind etwas anderes als objektive physikalische Dinge, und Erlebnisse können entsprechend auch nicht objektiv sein. Erlebnisse haben keine objektive Seite, so wie physikalische Dinge keine subjektive Seite haben. Wenn wir jetzt versuchen, ein Erlebnis auf seine rein objektive Form zu reduzieren, dann bleibt gar nichts übrig. Es gibt ja nichts, worauf man es da reduzieren könnte. Was sollte das auch sein? Ein objektives Erlebnis. Ein objektives Erlebnis, das wäre ja ein solches, bei dem es keine subjektive Perspektive gibt. Also ein Erlebnis, das von niemandem erlebt wird. Und das scheint schon begrifflich in sich selbst inkonsistent zu sein. Die Situation, in der wir uns jetzt hier befinden, sagt Nagel, ist irgendwie paradox. Normalerweise bedeutet ja ein Mehr an Objektivität eine bessere, echtere Erkenntnis eines bestimmten Gegenstandes. Normalerweise heißt objektiv sein für uns, sich der wahren Natur der Dinge annähern. Dem annähern, wie sie wirklich sind und nicht, wie sie uns bloß erscheinen. Bei den subjektiven Tatsachen ist es jetzt aber ganz genau umgekehrt. Je objektiver wir an unsere eigenen Erlebnisse herangehen, umso mehr entfernen wir uns von ihrer wahren Natur. Also der Zugewinn an Objektivität ist in diesem Bereich gerade nicht eine Annäherung an die wahre Natur dieser Dinge, sondern eine immer weitere Entfernung davon. Das bedeutet, eine reduktionistische Methode, bei der wir versuchen, diesen subjektiven Charakter zu eliminieren und bei der wir versuchen, nur den objektiven Bestandteil stehen zu lassen und alles über den objektiven Bestandteil zu erklären, ist vollkommen ungeeignet. Der Reduktionismus ist nicht die geeignete Methode, um zu erklären, was Bewusstseinszustände, was mentale Tatsachen sind. Die Idee des Reduktionismus ist es ja zu sagen, entferne alles Subjektive, indem du alles auf die objektiven Fakten reduziert. Und das, was dann übrig bleibt, das ist das, was du erklären musst. Bloß das Subjektive, das ist ja gerade das Entscheidende am Bewusstsein, das, worauf es ankommt bei der ganzen Geschichte. Der Reduktionismus beseitigt also das, worum es eigentlich geht. Er schüttet im wahrsten Sinne des Wortes das Kind mit dem Bade aus. Nun, wenn der Reduktionismus nicht funktioniert, wenn die reduktive Methode für das Bewusstsein vollkommen ungeeignet ist, weil sie das, worauf es eigentlich ankommt, gar nicht erfassen kann, was dann? Was folgt denn jetzt eigentlich daraus? Nun, Nagel warnt uns vor Schnellschüssen. Er sagt uns, das heißt jetzt nicht, dass der Physikalismus falsch ist. Es bedeutet nicht, dass das Mentale unabhängig sein müsste vom Physischen. Das wäre zu schnell gedacht. Es heißt nur, dass wir zumindest im Moment nicht verstehen können oder keine Idee davon haben, wie der Physikalismus eigentlich wahr sein könnte.
wir verstehen nicht, was diese These eigentlich bedeuten soll. Das heißt nicht, dass sie falsch ist. Also da hatten wir beim letzten Mal auch schon längere Zeit drüber geredet. Nur wenn man was nicht versteht oder vielleicht sogar nicht verstehen kann, bedeutet das noch lange nicht, dass es nicht wahr ist. Gleiches gilt jetzt hier für den Physikalismus. Könnte sein, dass er wahr ist. Wir wissen nicht, was die These bedeuten soll, aber das heißt ja noch nicht, dass sie falsch ist. Wir verstehen nicht, wie Tatsachen des Bewusstseins Tatsachen der Materie oder des Gehirns sein könnten. Das Problem an der Stelle hier ist, wenn wir normalerweise sagen, x ist gleich y, die eine Sache ist gleich die andere Sache, dann brauchen wir irgendwie eine Vorstellung davon, was es bedeuten soll, dass das eine mit dem anderen identisch ist. Nagel schreibt dazu, wenn wir gewöhnlich gesagt bekommen, x ist y, wissen wir, wie so etwas wahr sein könnte. Es hängt denn aber von einem begrifflichen oder theoretischen Hintergrund ab und wird nicht durch ist alleine vermittelt. Ohne den Begriffsrahmen umgibt die Identifikation ein Hauch von Mystizismus. Also für eine solche Identitätsaussage, für diese X ist Y-Aussage, brauchen wir einen theoretischen, einen begrifflichen Rahmen, der uns erklärt, wie eine solche Aussage überhaupt wahr sein kann. Wenn ein solcher Begriffsrahmen fehlt, dann ist die Aussage ja so eine Art mystisches Geraune. Das klingt ein bisschen verwirrend, machen wir es unter einem ganz einfachen Beispiel klar. Nehmen wir als unseren Identitätssatz, Batman ist Bruce Wayne, wie Sie wahrscheinlich alle wissen. Nun, jetzt könnte man an der Stelle auf die Frage kommen, was soll das eigentlich heißen? Wie kann denn das sein, dass Batman und Bruce Wayne der gleiche sind? Wie kann Batman Bruce Wayne sein? Wie kann denn überhaupt ein Mensch ein anderer Mensch sein? Wie kann es sein, dass zwei Leute ein und dieselbe Person sind? Sie denken vielleicht, das wäre jetzt eine triviale Frage oder eine komische Frage, aber so selbstverständlich ist das nicht. Für uns ist das relativ leicht, aber für kleine Kinder ist das eine enorme Leistung, das erstmal zu lernen, wie es sein kann, dass ein Mensch zwei Personen sein kann. Die Antwort ist eigentlich ja ganz einfach. Es sind zwei verschiedene Identitäten, um die es hier geht. Es gibt ein und dieselbe Person, die mal in der Identität des Bruce Wayne und mal in der Identität des Batman auftritt. Aber der Mensch, der hinter diesen Identitäten steht, das ist der gleiche. Wir brauchen also, wenn wir diesen Satz, Batman ist Bruce Wayne, verstehen wollen, das Konzept von Identitäten. Das bildet unseren theoretischen und begrifflichen Rahmen, innerhalb dessen wir die Identitätsaussage verstehen können. Wir müssen also wissen, was eigentlich eine Identität ist, wie Identitäten funktionieren, wie ein Mensch eine Identität annehmen kann, was es bedeutet, verschiedene Identitäten zu haben und wie sich das in Handlungen und so weiter ausprägt und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eine ganz schön komplizierte Angelegenheit, die wir hier lernen und verstehen müssen, um diesen einfachen Satz Batman ist Bruce Wayne interpretieren zu können. Wir alle können das, als erwachsene Menschen ist das für uns kein Problem. Wir haben lange schon gelernt, wie dieser Begriff Identität funktioniert. Aber das heißt nicht, dass es nicht für jemand anderen kompliziert sein könnte, dieses theoretische Konzept erstmal zu lernen. Bei anderen Sachen geht es uns ganz ähnlich wie dem kleinen Kind, das nicht verstehen kann, wie ein Mensch zwei Identitäten haben kann. Zum Beispiel beim Physikalismus, von dem Nagel jetzt spricht. Wir hören, das Bewusstsein ist die Materie, können diesen Satz irgendwie den Worten nach verstehen, aber warum das eigentlich so sein soll und was das heißen soll, dass das so ist, das ist uns ziemlich unklar. Oder nehmen Sie, wie Nagel das auch tut, die Relativitätstheorie als Beispiel. In der Relativitätstheorie wird klar gesagt, Materie ist Energie und Energie ist Materie. Das wissen wir, das haben wir wahrscheinlich in der Schule irgendwann mal gelernt, aber trotzdem würde es Ihnen, wenn es Ihnen so ungefähr geht wie mir, relativ schwer fallen zu erklären, warum das eigentlich so ist. Also warum ist bitteschön Energie gleich Materie? Wir können anfangen von Atomkraftwerken zu erzählen oder von Atombomben und sagen, ja, Umwandlung von Masse in Energie und so weiter, aber warum das so ist, wieso das so ist und wieso man mit einem entsprechenden theoretischen Rahmen behaupten kann, dass Energie gleich Materie ist. Das ist relativ kompliziert. Es geht uns also angesichts des Physikalismus ganz ähnlich wie einem kleinen Sechsjährigen angesichts der Relativitätstheorie. Wir glauben es und wir haben vielleicht sogar Recht damit, das zu glauben, bloß wir wissen gar nicht so genau, was wir da glauben. Komischerweise, sagt Nagel,
kann es trotzdem Gründe geben, den Physikalismus zu akzeptieren, selbst wenn wir nicht wissen, wie er wahr sein könnte. Es gibt nämlich gewisse Indizien, die dafür sprechen, dass der Physikalismus korrekt ist. Also schauen Sie sich einfach die moderne Hirnforschung an. Schauen Sie sich einfach an, wie sich empirisch nachweisen lässt, dass bestimmte Veränderungen am Gehirn mit Veränderungen im Bewusstsein einhergehen. Oder trinken Sie ein Glas Whisky, das führt ungefähr zu dem gleichen Ergebnis. Wir wissen nicht, wie der Physikalismus wahr sein kann, aber all diese Fakten sprechen dafür, dass er in irgendeiner Weise wahrscheinlich wahr ist. Bloß wir verstehen nicht, wie das funktionieren sollte. Nagel bringt das ganz instruktive Beispiel von der Raupe und dem Schmetterling. Also stellen Sie sich vor, Sie fangen eine Raupe draußen im Garten, setzen die in ein Terrarium und schließen das hermetisch ab, sodass die Raupe garantiert nicht rauskommen kann und auch nichts anderes reinkommen kann. Nach ein paar Tagen oder Wochen schauen Sie nochmal nach, was in Ihrem Terrarium so passiert ist, und Sie finden keine Raupe mehr, sondern einen Schmetterling. Wie kann das sein? Nun, selbst wenn Sie überhaupt nichts wissen über Raupen und Schmetterlinge und Metamorphosen und Verpuppungen und so weiter, das einzig Vernünftige in dieser Situation wäre zu schließen, dass die Raupe der Schmetterling ist. Bloß in einer veränderten Form. Sie wissen nicht, wie das sein konnte. Sie verstehen nicht genug von Biologie, um zu wissen, wie aus Raupen Schmetterlinge werden können. Aber da nichts rausgegangen ist und nichts reingekommen ist, ist das das Einzige, was Sie sicher sagen können. Die Raupe ist der Schmetterling. So sollte es eigentlich auch mit uns und dem Physikalismus sein. Keine Ahnung, wie das sein kann, dass der Geist die Materie ist. Aber die Indizien sprechen dafür. Auch wenn wir nicht verstehen, wie es sein kann. So. Was ist denn jetzt eigentlich das Ergebnis dieses ganzen Textes? Was ist so die Takeaway-Message, die wir aus Nagels Aufsatz mitnehmen sollten? Das Ergebnis ist erstmal ein negatives. Wir wissen nicht, wie man von objektiven Fakten auf den subjektiven Charakter schließen kann. Der subjektive Charakter ist real, die objektiven Fakten sind auch real, aber von den objektiven Fakten zu dem subjektiven Charakter führt kein Weg. Zwischen beiden klafft eine Erklärungslücke. Wir können allerdings den subjektiven Charakter auch nicht einfach eliminieren. Wir können an seiner Realität schlecht zweifeln, und wenn wir versuchen, das Bewusstsein reduktionistisch zu erklären, wie es die modernen behavioristischen, funktionalistischen und so weiter Theorien tun, naja, dann verfehlen wir ganz einfach das, worum es eigentlich geht. Wir laufen am Kern der Sache vorbei und fangen an, über was ganz anderes zu reden. Wir haben allerdings auch Indizien, die darauf hindeuten, dass mentale Zustände tatsächlich Hirnzustände sind. Aber wir haben nicht die geringste Ahnung, was das heißen soll und wie das wahr sein kann, selbst wenn es wahr ist. Woran es uns also hier in dieser Situation fehlt, das sind die richtigen Begriffe und die richtigen Theorien. Und genau das ist die Aufgabe der Philosophie, die nötigen Denkwerkzeuge bereitzustellen, um die Wirklichkeit zu verstehen. Bloß stehen wir leider in dieser speziellen Frage hier noch ganz am Anfang.